noch neue Ausgabe des Warhammer 40.000 Imperium Magazins. Und in dieser Ausgabe ist wieder was enthalten für die Necron-Spielenden unter euch. Denn wir bekommen den ersten Teil unserer Necron-Krieger-Einheit. Und ich muss gestehen, ich bin ein bisschen überrascht. Ich ging ja davon aus, dass in dieser Ausgabe 5 Stück enthalten sein werden und in der nächsten Ausgabe 5 Stück. Muss dazu auch sagen, dass ich damals, als ich mir die Indomitus-Box gekauft habe, nicht darauf geachtet habe, was in den Gussrahmen enthalten ist. Und war es gerade eben dann doch etwas überrascht, weil in dieser Ausgabe sind nicht 5 enthalten, sondern sozusagen nur 4. Das hat damit zu tun, dass halt eben dieser Gussrahmen hier getrennt wurde, wie ihr seht. Und dass die zweite Hälfte dann halt in Ausgabe 10 ist. Hier sieht man das auch immer ganz gut. Und ja, zusammen ergeben die beiden Gussrahmen dann 10 Miniaturen. Beziehungsweise 12, wenn man hier diese Skarabinenschwärme mitzählt. Und das habe ich irgendwie so gar nicht bedacht. Und war deswegen ziemlich überrascht. Also war jetzt kein großer Deal. Und natürlich, wer sich Ausgabe 9 holt, wird sich wahrscheinlich auch zwangsläufig Ausgabe 10 holen. Und das macht die ganze Sache so ein bisschen nicht kompliziert, aber ich habe ja zum Beispiel in meiner Auflistung, was in den Ausgaben enthalten ist und die Preisersparnis, bin ich natürlich von jeweils 5 Necrons ausgegangen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, die sind dafür dann die beiden Skarabinenschwärme drin. Dennoch habt ihr auch einen relativ guten Preisvorteil. Ihr bezahlt für beide Ausgaben zusammen 20 Euro. Und die Necron-Krieger habe ich jetzt mit 30 Euro für 10 Stück ausgerechnet. Das heißt, ihr bezahlt, ihr habt einen Preisvorteil von immer noch 5 Euro pro Ausgabe. Und Necron-Krieger könnt ihr definitiv gut gebrauchen. Und komischerweise, also was heißt ja komischerweise, mir ist es aufgefallen, dass es nur 4 Necron-Krieger sind, als ich mir die Bases angesehen hatte. Ich habe noch gar nicht so richtig auf den Gussrahmen geguckt gehabt. Es sind nämlich nur 4 Bases für die Necron-Krieger enthalten und halt diese 2 großen Bases für die Schwärme. Fand ich auf jeden Fall sehr überraschend. Aber ihr seht halt schon, hier sind diese ganzen Blaster, das sind die Gauss Blaster, das sind die Gauss Schnitter oder Gauss Reaper, doppelläufig, einläufig. Das kann man halt wohl innerhalb der Einheit mischen. Ich habe den Necron-Kodex noch nicht, den wollte ich mir jetzt demnächst mal zulegen. Jedenfalls wird halt, beziehungsweise mein Grundgedanke war, dass ich dann halt diesen Trupp jetzt so baue, dass es 10 Krieger mit Gauss Blastern sind und dann der nächste Block mit 10 Kriegern wird dann mit den Reapern ausgestattet. Aber tatsächlich, und damit kommen wir auch zum Inhalt der Ausgabe, wird hier wirklich gemischt gebaut. Also 5 mit Reapern, 5 mit Blastern. Und ich überlege halt gerade auch, weil ich euch ja hoffentlich in naher Zukunft die Mission aus den Heften nachstellen möchte. Das ist natürlich dann sinnvoll, wenn ich dann halt auch eben nach den Heften die Miniaturen baue. Vorab noch, hier war wieder so ein separates Blatt dabei mit... Hier ist so ein super schönes Artwork. Nicht Artwork, aber Foto, Diorama. Und das finde ich so interessant, dass Imperium halt doch häufig diese ausklappbaren Seiten mitbringt. Das ist, glaube ich, schon das 3. Mal oder 4. Mal, ich weiß es nicht genau. Sehr faszinierend auf jeden Fall. So, kommen wir jetzt zur Ausgabe 9, dem Heft selber. Manchmal muss man sich wohl daran erinnern, dass neben den Miniaturen auch noch ein Heft dabei ist. Und es ist gar nicht so schlecht. Also ich habe es schon öfters erwähnt, aber ich finde die Strukturierung und die Inhalte echt sehr gelungen für Hobby-Enthusiasten. Und hier wird so ein bisschen auf die Krieger eingegangen. Hier die Bewaffnung und die Glyphen der Dynastien. Hier natürlich auch wieder mit dem Charakterbogen, wie ich es immer so schön sage. Hier ein bisschen was über die Skarabäus-Schwärme. Und ja, was natürlich schwierig umzusetzen wäre, aber ich finde es schade, dass halt diese Stifte, auf denen die
Schwärme montiert sind, nicht durchsichtig sind. Das hätte ich ein bisschen besser gefunden. Die sind halt hier wirklich auf undurchsichtigen Plastikstiften. Aber es ist halt auch kein so großes Ding. Es wäre halt nett gewesen, aber ich kann verstehen, dass man es nicht gemacht hat. Dann natürlich auch noch Charakterbogen für die Schwärme. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gut die spielmäßig sind, ob man die jetzt unbedingt spielen sollte oder nicht, aber kann halt mitnehmen, ne? Dann hier ein bisschen was über die Ultramarines. Das Zeitalter der Hexen. Über Psionika. Die seelenlosen Kohorten. Und hier die Bauanleitung für die Necron-Krieger. Und die Bauanleitung basiert darauf... Ich hätte was trinken sollen. Vor der Aufnahme. Also die Bauanleitung basiert darauf, dass ihr beide Gussrahmen vorhanden habt. Und hier wird es gezeigt, 5x Gauss-Desintegratoren und 5 Gauss-Schnitter. Ich habe Gauss-Blaster gesagt, ne? Jedenfalls Desintegratoren oder Desintegrators und Schnitter bzw. Reapers. Ich werde mir den Codex auf Englisch holen, weil ich alle Codices bisher auf Englisch habe. Einfach weil ich halt die deutschen Übersetzungen oft nicht so gelungen finde. Aber ich finde schon gut, dass halt hier wirklich von Anfang an die deutsche Übersetzung genommen wird und nicht wie bei Conquest, dass halt mitten in der Heftreihe dann von Englisch auf Deutsch gewechselt wird. Und hier hat man unterteilt in Gauss-Desintegratoren, Gauss-Schnitter. Und so sieht das Ganze dann aus. Ah, es sind sogar 3 Skarabäenschwärme. Und, also ihr könnt theoretisch hingehen und euch die beiden Ausgaben 9 und 10 zweimal holen. Oder halt zum späteren Zeitpunkt dann die nächsten beiden Ausgaben mit jeweils, mit zusammen 10 Kriegern. Aber theoretisch kann man nicht genug Necron-Krieger haben. Man kann die halt auch wunderbar umbauen zu Immortals und Flayed Ones heißen die, glaube ich. Ich weiß das nicht genau. Ich bin halt absolut nicht wirklich tief bei Necrons drin, deswegen entschuldigt bitte, wenn ich da Quatsch erzähle. Dann habe ich hier die Mission zum Nachspielen und die wird gespielt zwischen dem Primaris Captain und dem Lieutenant und dem Hochlord mit dem Königswächter. Das ist eine relativ kompakte Mission, sage ich mal. Und die werde ich dann halt auch, wie gesagt, bei Zeiten für euch nachspielen. Und hier schon die Ausblicke auf die nächsten beiden Ausgaben. Wie gesagt, Ausgabe 10 bringt dann die letzten Necrons aus dieser 10er Einheit mit sich. Und auch die Bemalanleitung, wie ich jetzt hier mal entnehme. Und in Ausgabe 11 ist ein Primaris Scriptor enthalten. Und ich glaube, den habe ich auch sogar schon. Aus der Conquest-Reihe. Glaube ich jedenfalls. Passt er halt auch mit seinem Mantel hier super gut zu den Dark Angels, beziehungsweise zu meinen Neon Demons, wie ich jetzt beschlossen habe, meine Dark Angels zu benennen. Achso, und ein Medium Drybrush ist enthalten, den habe ich zwar auch schon, aber kann man auch nicht genug von haben, denke ich. Wenn halt eh dabei liegt, ne? ja, auf jeden Fall finde ich eine sehr gute Ausgabe für Necron-Spielen, gerade halt in Verbindung mit Ausgabe 10, bekommt ihr so halt wirklich einen guten Standardtruppenstamm für eure Necron-Armee und sind auch, finde ich, super schöne Modelle und ich freue mich schon richtig darauf, die zu bemalen. Und ich freue mich natürlich auch schon auf Ausgabe 10 und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und wenn ihr Necrons spielt, was ist euer Farbschema? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Freue mich immer auf Inspiration und was andere so mit ihren Minis machen. Und sonst, wie werdet ihr die bauen? Werdet ihr mit dem Desintegrator bauen oder mit dem Reaper oder gemischt, wie es hier vorgegeben ist? Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Und wie ihr hier die Skarabäenschwärme nutzt, wenn ihr sie nutzt. Und
Und damit bin ich raus für heute. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns dann die Tage wieder. Bis dann!